Ist das dein erstes Mal hier in diesem Land? Ja, real, ja. Und was denkst du? Ich denke, es ist sehr schön. Ich bin, wie soll ich sagen, also mir gefällt es sehr, wenn man so plump zum Ausdruck bringen könnte. Ich wusste nicht, dass da so eine überwältigende Wälder gibt es in Slowakei. Ja? Und Wladimir sagte, dass 60% des Territoriums ist mit solchen Wäldern also bedeckt. Aber du wohnst in einer Großstadt? Ich wohne letzte Jahre, ich bin geboren in einer Kleinstadt, wo auch sehr viele Bäume waren, also in diesem Berg Karabach heißt das. Und Karabach heißt auch schwarze Wälder, ja? Und da sind auch riesige Waldgebiete gewesen damals. Aber nach 18 Jahren bin ich rausgegangen aus meiner Kleinstadt, nach Moskau zuerst zum Studieren. Und seitdem wohne ich und arbeite ich in großen Megapolisen, ja, in großen Städten, die teilweise hässlich sind, ja. Also Großstadt hat eine Menge Hässlichkeit an sich, aber die sind auch interessant auch. Ja? Das, also man kann das nicht eindeutig werden. Aber natürlich, ich meine, das ist ein Traum, was wir hier haben. Ja? Und man, wenn man so die Sachen anschaut, wenn man dieses Grün, diese Bäume und diese Würde anschaut, dann versteht man, dass das Großstadtbau falsch gelaufen ist. Ja, dass diese Architekten und Stadtplaner, dass sie einfach Arschlöcher sind. Weil die haben so viel Grün und so viel Schönheit vernichtet, um Großstadt zu bauen. Obwohl man, ich denke, dass man Häuser auch in so einen Wald natürlichere Art und Weise integrieren könnte. Ja. Das ist fast so eine Utopie, glaube ich. Nein, das ist nicht Utopie. Ich denke, die Utopie ist, ich denke, die Leute sind dumm, ja, zum Beispiel all diese religiöse Märchen. Ach ja, darüber wollte ich dir auch sagen. Bist du religiös? Ich bin sehr religiös, aber nicht kirchlich und nicht ideologisiert. Ja. Ich bin sehr religiös in dem Sinne, dass ich eine Beziehung zu, also man muss zuerst definieren, was Gott ist, ja. Also wenn das eine Übermacht ist, die diese Planet und dieses Leben geschaffen hat, dann bin ich sehr religiös und sehr auch respektvoll. Aber ich mag diese billige Geschichten von religiösen Ideologen nicht, ja. Also weißt du, diese dieses Paradies auf den Wolken, ja, und diesen Engelchen, die da, das ist sehr langweilig und kitschig. Das ist unglaublich. Übrigens habt ihr nicht bemerkt, dass Bin Laden ist sehr dem Bild von Christus sehr ähnlich ist. Ja, das habe ich bemerkt. Niemand spricht darüber. Ja. Nee. Aber ich sage das euch. Und das ist nicht zufällig. Das ist absolut nicht zufällig. Ja? Das zeigt das Niveau. Ja? Okay. Und ich denke, ich meine, in diesem Paradies ist es langweilig, aber das ist Paradies, das ist hier. Kannst du mal da zeigen? Das ist ein Paradies da. Das ist ein Paradies. Ja, das ist ein Paradies, wirklich. Und man soll diesen Paradies nicht vernichten, sondern pflegen, weiter blühen und wachsen lassen. Ja, das ist es. Das ist meine Religion. Und in dem Sinne ist das natürlich ein Verbrechen, dass man so eine Natur vernichtet und bedeckt man alles mit hässlichem Corbusier, diesem Arschloch. Ja, Corbusier, ja. Also man sollte ihn in ein Hochhaus stecken und in zwei Zimmer Wohnung, also ja, und dann ein paar Jahre also ins Sperren da und sagen, ah ja, das ist deine moderne Wohnung. Ja, mal lebe mal. Selbst hast du seine Villa gesehen in Paris? Seine Villa war ganz anders als seine Häuser, die für andere hat er gebaut. Alles rund, weißt du, da war Fenster rund. Ja, also. Warst du im Gefängnis?
Ja, natürlich. Wie lang? Ein Mann, mein Großvater sagte, ein Mann soll einmal im Gefängnis sein, sonst ist er kein Mann. Das